Ich wollte eh mal den Weg laufen. Ich wollte eh mal den Weg laufen. Das haben wir nämlich erst aufgedeckt hier. Pfad am See. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann, aber wollte ich mal machen. Weil da liegt nämlich der Wolf. Genau hier, hier kreisen die Raben. Haben wir hier eine Feder rumliegen? Nö. Vielleicht bin ich auch schon mal gelaufen. Vielleicht ist hier gar nicht. Vielleicht ist hier noch eine Leiche. Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen hier noch einen Schlüssel. Der sollte aber nicht 2 Kilometer weit weg liegen. Rennen will ich jetzt nicht unbedingt, weil ausdauertechnisch, ja scheiß drauf. Wir haben einen leichten Rucksack, deswegen geht es jetzt schon mal. Das sind alles Zweige, ne? Die nehme ich jetzt mal. Oh. Nehme ich mal mit. Den zerlege ich nicht, den nehmen wir noch mit. Ich weiß nicht, ob du Zunderbündel brauchst. Oder kann man so eventuell den See umgehen? Hätte ich da gar nicht die 3 Wölfe killen müssen. Damals. Ich glaube, das kam sogar schon in der Folge. Das war, ich glaube, das war 2. Folge in Episode 2. Die müsste sogar schon released sein. Geht's jetzt da auch noch hoch? Da geht's zurück. Ich glaube, ich jogge mal kurz runter. Vielleicht liegt da was, keine Ahnung. Aber so, Wetter gefällt mir perfekt. Wir haben schöne türkisweiße Bäume. Hm, finde ich geil. Ich würde hier eh alles erkunden. Ich habe es zumindest vor, wie ich das bei den 3 Gebieten komplett durchziehe, ist das nächste. Aber ich habe es, wie gesagt, vor. Jetzt bloß kein Wind. Oh, es ist eine Höhle. Daves stille Lichtung. Aha, da geht's überhaupt nicht zurück. Das sind bloß eins, das ist gar Kohle, ne? Das sind alles Steine. Ja, brauchen wir aber nicht. Aber dass hier nichts liegt. Ich sag dir nicht, da liegt noch irgendwann was. 100% nicht. Das ist noch ein. Wir hatten hier oben Erlens Höhle. Jetzt haben wir hier die Lichtung. Da kommt noch was. Da kommt noch eine Sidequest hin. Wir uns fehlen ja noch 3 oder 4 Stück. So, da sind wir nämlich schon. Haben zwar jetzt der Wolde, ist er ja schon. Wie gesagt, Pferde auf 1, ich muss ein wenig aufpassen. Ist da hinten noch irgendwas? Ich meine, hier ist eh Gebietsende, deswegen kann man das mal kurz hinlaufen. Rätselsee, Westzugang. Ist da ein Wasserfall? Nee, haben wir da noch einen Ort entdeckt. Da ist der Kletter. Da ist ein Kletterseil. Hä? Warum? Welches Gebiet? Komm ich da dann ins trostlose Marschland? Ich meine, ich kann jetzt wahrscheinlich eh nicht hoch, weil ich keine Ausdauer habe. Aber ich könnte es mal probieren. Jetzt bin ich gespannt, was da oben ist. Nicht umsonst hängt da Kletterseil. Ausdauer geht halt schon runter, ne? Wie lange schätzt du, brauchst du noch bei Long Dark, wenn du es jeden Tag spielen würdest? Da ich nicht weiß, was noch alles kommt, gerade was die letzte Hauptquest macht, oder wie lange die geht, weil ich meine, die letzte hat es auch ein wenig gedauert. Riesensonne da oben. Ey, Moment einmal, ich laufe hier über Daves Höhle. Da unten ist was. Also ich will's nächste Woche durchhaben, die Episode.
Da mache ich eher weniger Pause bis Episode 3. Ich meine, das war schon draußen, aber ich spiele sie noch nicht. Ich erkunde hier gerade ganz neue Welten, ne? Ich wusste gar nicht, dass es noch ein Map ist. Und dass es die Bärenhöhle ist, ne? Oder so ein Scheiß. Oder ist es eine Höhle für Gebietswanderung? Ja, jein, bin mir gar nicht so sicher. Weil da liegt nämlich schon was. Tannenholz, Zedernholz, das war sau schwer, aber können wir mal schauen. Ich hoffe, ihr seht es jetzt noch, weil es scheiße dunkel wird. Aber es ist nicht Ort entdeckt gewesen, ne? Also scheint. Da wir nicht überladen sind, kann ich es ja mitnehmen, das ist es jetzt nicht. Okay. Das ist die Gleise, das ist die Gleise. Wir sind überhalb vom Tunnel. Okay. Dass man da oben rumlaufen kann, wundert mich gerade ein wenig. Ja. Da, jetzt weiß ich, wo muss denn da hin? Wenn wir hier hinschauen, müssen wir sogar sein Haus sehen eigentlich, ne? Müsste genau in die Richtung sein. Na, fast. Schau ein wenig weit weg. Schauen wir mal, was uns hier noch erwartet. Da hinten ist der Aussichtsturm. Leute, müsste genau unsere Hütte sein, ne? Ja, wir schauen gerade bis daher, das ist die halbe Map. Von da nach da, das ist mehr als die halbe Map, was wir hier gerade sehen. What the fuck? Wo laufe ich eigentlich gerade rum? Also in einem kleinen Umweg einfach mal eine Welt. Ja, ich könnte da wirklich abkürzen. Würde ich da hochkommen? Ey, wahrscheinlich würde ich also hochkommen, können alles abkürzen. Das ist ja mal krass. Ich könnte von ihm direkt hier durchlaufen, statt hier außen rum. Ah. Ah. So, mal gucken auf dem Map. Ziemlich geradeaus. Moment einmal. Das schaut ja aus wie die Quest hier. Die Raben. What the fuck? Der, ich meine, ich war doch da schon mal. Da war aber doch nichts gelegen. Das hätte ich doch gesehen. Oder bin ich da im Schneesturm hingelaufen? Ist halt auch schon wieder ein paar Stunden jetzt her. Ich glaube, das ist die Quest, der Dude. Der Wolf macht. Ich war mal Pferde auf 1, macht der Wolf gerade mit Angst. Oh, guck mal. Shit. Oh. Looks like someone found trouble. Folge der Blutspur. Ich will schon mal auf meinen Master hin aufpassen. Ja, wir haben doch jetzt so viel Klump gefunden. Wir müssten doch eigentlich mal irgendwann Pfeile craften oder einen Bogen. Okay, nichts in der Leiche drin. Folge der Blutspur. Oh. Das war doch noch nicht da, ey. Also darfst du im Spiel nicht zu viel vorausnehmen. Du musst es fast bis zum Ende der Episode spielen und dann erst weitermachen. Da geht's weiter. Doch, da liegt noch eine Leiche. Da. Just leave me alone. I'm not opening this door for anyone. It's okay. I'm not here to take anything from you. Are you with the Forest Talkers? I am, but I'm not letting you in. They killed my friend. How do I know you aren't one of them? You don't, but I'm not. Name's Mackenzie, and I'm way too stubborn to just leave you out here all by yourself. You'll have to trust me. Seems like I don't have much of a choice. We left most of our supplies at the old logging camp while we fished here. Can you get them for me? I can try. There's more. In that abandoned dam, we found evidence that proves there shouldn't be logging in Mystery Lake. I need that evidence. Documents nobody wanted to be found. We hid them until we could retrieve them. Under a floor tile at the bottom of the stairwell. If you can help me get the documents back, well, it'd be a huge win for the environment. If you care about, you know, living in the world. I have a feeling the world has bigger problems right now, but I'll see what I can do. Here's the key to the trailer where we stashed our supplies. I'll slide it under the door. Alter, da kommt ja noch eine komplette neue Welt. Schlüssel zum Wohnwagen Holzfällerlager, da haben wir dann ja schon. Das ist ja komplett random verbunden. Also, geh zum Damm und hol die Dokumente, suche unter einer losen Kachel
Unten an der Treppe zum Verwaltungsbüro. Also, wir haben noch einen Überlebenden, der zu diesen, also im Endeffekt der Greenpeace-Organisation gewesen. Die kann man wirklich so sagen, wie heißen denn die Waldflüsterer? Okay, das waren jetzt 43% auf X. Ne, Moment, das sind die Vorratsverstärke, da sind wir. Geh zum Damm und hol die Dokumente, suche unter einer losen Kachel, also sogar Punkt. Losen Kachel unten an der Treppe zum Verwaltungsbüro. Danach finde die Vorratsverstärke im Wohnwagen Holzfällerlager. Super, wie wir hier die Doppelquest gemacht haben. Warte mal, zwei Quests sind 33%. Oh, lol, das geht ja sogar noch ein Stück weit. Wahrscheinlich bringe ich zurück. Also, wir können auf jeden Fall jetzt zum Wohnwagen. Also, das war der Schlüssel hierfür. Da waren wir ja schon. Wissen wir wenigstens, dass wir den Schlüssel auch safe haben. Das ist jetzt der Haupt- und der Nebenquest. Sieht man ja, wie sie es. Jetzt ist blau. Ja, es überlappt sich, aber weil wir jetzt hier Doppelquest haben. Aha. Was ich aber noch weiß, wir haben irgendwo einen Schlüssel gefunden. So, auch so eine Hütte. Ich muss mal kurz hier schauen. Das wird jetzt lustig. Oh, da liegen ja sogar noch Bücher. Die nehme ich, glaube ich, sogar mal mit. Weil ich muss ja meinen Hirschen auseinandernehmen. Oh, ey. Gerade noch gesehen. Naja, den nehme ich jetzt ja mal mit, den Ding. Weil ich vermisse hier. Ey, da lag doch noch was. Holzsocken. Stoff brauchen wir aber nicht. Ich glaube, ich nehme mal ein paar Bücher mit. Kilo. Ich muss auf die Kilo achten. Wir sind nämlich schon wieder ein wenig übermüdet. Dann würde ich nämlich eh zu. Weil, wenn ich jetzt zur Base zurückgehe, ist fast sinnvoll. Ich muss ja eh zur Base. Und dann laufen wir da hoch. Dann mache ich das auf dem Rückweg jetzt da gleich und nehme noch ein bisschen was mit. Wie lange dauert das? 8 Minuten. Mach mal. Das Beil können wir eh zerschreddern. Wir haben jetzt mit 80%. Das ist es nicht. Es gibt Achievement, habe ich gesehen. Zum 10 Tage ohne Hungern überleben. Sind das nicht schon langsam 10 Tage? Weil ich meine, diese Quest hier, satt, 72 Stunden, die sind doch safe schon 10 Tage. Ich meine, ich habe ja dieses Pluszeichen der unteren Ewigkeiten. Da hat der Typ jetzt gelebt, ne? Moment, war der Schlüssel zur Seehütte 2? War das nicht ein Haus, wo der Schlüssel gefehlt hat? Ich meine, hier gibt es bloß zwei Häuser. Did you find her stuff yet? The supplies and the documents. I need both. I'm working on it. Okay. Aber lustig, dass es noch einen Zusatzkontext gibt. Ich muss den Wolf eh killen. Sagt die Tageszeit. Ja, guck, wir haben erst Mittag. Kann ich den Hirsch eigentlich noch braten? Über Nacht haben wir eh die nächste Aurora. Wir haben hier vier Hütten. Die zwei und die zwei. Und gleicher Brotzeit. Und da hinten sind auch noch Häuser. Ich laufe das mal kurz ab. Muss bloß treffen jetzt halt. Sieht mich. Oh, der rennt aber schon schnell her, ey. Die Hütte war's. Meine ich. Eine von den beiden. Oh, Scheiße. Wenn es ein Schneesturm kommt, dann haben wir wieder ein Problem. Wobei die Hütte ist auf der Map markiert, das ist es nicht. Ich dachte, eine von denen war's. Da waren wir aber schon drin. Ich meine, Papier habe ich absichtlich zurückgelassen. Die sind auf jeden Fall überall Betten, das ist gut. Hütte. Ich war ja schon überall. Na, das ist bloß das Regal, Mülleimer haben wir. Irgendeiner war es doch davon. Kadar. Ah, warte mal, wenn du ein Tier gerade führst, kannst du ihn viel leichter transportieren. Ah, was war denn noch in der zweiten Zeile gestanden? Hab ich zufällig gelesen? Ah, der Schlüssel. Tatsache. Der Schlüssel war's. Oh, no scopes, weiß ich gar nicht. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier eine neue Hütte. Mit. This will come in handy. Nehmen wir mal mit, weil Wolfhäusle hat man glaube ich auch noch nie. Oh, Tannenholz. Brennkampfstiefel. Boah, Notiz. Spaß außerhalb der Saison. Was Spaß außerhalb der Saison? Ein Brief, den du in einer der Hütten auf dem Campingplatz von der Ostsee gefunden hast.
Wir sollen außerhalb der Saison nicht dorthin gehen, aber in der Nähe des Rätselsees kann man ausgezeichnet jagen. Der Wächter riegelt den Park normalerweise über Winter ab. Die Hütten sind nur für den Sommer ausgelegt, also bring warme Klamotten und einen dicken Schlafsack mit. Wir brechen ein, schießen ein paar Hirsche und schaffen dann das Fleisch in ein paar Wochen mit dem Truck fort. Stan holt uns an der alten Küstenstraße ab. Wir treffen uns am XX November bei den Schneehütten. Komm allein und bring Bier mit. In der Gegend fällen sie gerade ein paar Bäume, also halte dich bedeckt. Ah, ja, guck mal. Nächstes Sidequest. Oder nicht? Aber fuck, sind wir überladen, Alter. Außer ich penne hier. Ha, geil. Schmerzmittel, das, was ich brauche. Jetzt dachte ich, wirklich, wir kriegen jetzt hier Sidequest oder so, aber kriegen wir überhaupt nicht. Aber hier gibt es keinen Ofen, ne? Ich meine, warm ist uns ja zwangsweise. Außer ich lege mich kurz 2 Stunden hin. Aurora haben wir eh noch nicht. Wir müssen wieder ein wenig fit sein. Hoffentlich. Streamlaggen sollte nicht. Bei mir zumindest nicht. Verstauchungsrisiko, ja, wir sind wenigstens wieder bei 35, das ist mal wichtig. Kampfstiefel. Leider nicht für den Winter ausgelegt, also nehmen wir es auch nicht mit. Ich gucke, dass ich nichts übersehen habe, weil das haben wir gerade auch schon was übersehen. Gerade was am Boden liegt. Ja, da geht's schon los. Für bis zu 1 Liter Flüssigkeit, was sind denn 34 OZ? Ich hab das schon mal gesehen, aber ich weiß gar nicht, was OZ sind. Ah. Ja gut, wir machen uns eher Wolfshose. Ne, Wolfsjacke, was? Wir machen uns eine Rehhose. If I can drop any of this gear. Schlüsselhütte 1. Okay. Also, eine Hütte fehlt noch. Wir können sogar die Aurora dann durchbrutzeln, ne? Ich mache jetzt mal bloß, wie lange dauert denn das? 10 Minuten. Ich will halt nicht erfrieren. Ich mach mal 2 Kilo bloß. Dauert 20 Minuten. Ich dürfte doch da eigentlich auf Ausdauer verlieren. Ja, das schaut doch sehr gut aus. Hey, Moment, Moment. Ach, der ist gerade nicht runtergerechnet. Ich hab schon gerade Schiss gehabt, ey. Wir kriegen zwar auch eine Aurora, das ist natürlich klar. Wird mich wundern. Ja, guck mal, wenn ich jetzt weiter gehe, das backt voll. Wenn ich jetzt wieder raus. Ich dachte schon, es geht schon los. Warum kann ich jetzt keine Haut mitnehmen? Habe ich schon gemacht. 0 von 0. Dunkel wird's. So, und jetzt könnte der Ding nämlich despawnen. Es ist ein Hin und Her gelaufen und ein Geloot, aber das macht das Spiel halt auch aus. Muss man einfach sagen. Altholz, Altholz. Ich glaube, Altholz brennt nicht ganz so gut. Halbe Stunde. Alter, what the fuck? Der Ofen hat 70 Grad. Bin froh, wenn er mal 5 immer hatte. What the fuck, Alter? Ja, Boys, jetzt wird's aber langsam kritisch, ne? Ich laufe da auch schon drüber. Wir haben Pferde auf 1 oder auf 2 gehabt, ich weiß. Jetzt läuft er zu mir. Oder der läuft ja nach hinten. 2 gelingen hier genug. Ich kann die beiden erschießen, ja, aber. Ich hoffe, das ist sogar Abkürzung. Das ist sogar wirklich einer, ne? Weil wir laufen genau drauf zu. Ich breche mir gleich einen Knöchel, ich sag's euch. Ja, wir sind nämlich genau da. Wir sind, aber besser kann man das gar nicht laufen. Das Ding ist der Weg zurück. Boah, Gott, Alter. Knöchelschmerzen. Und wieder 2 Pillen, ey. Da ist doch noch der Wolf liegen, oder? Da während der Aurora den Wolf gekillt hier vorne oder haben wir auseinandergenommen. Ja, guck, da liegt nämlich nichts mehr. Weil wir haben nämlich hier unsere Dosen abgelegt. Weil da haben wir miteinander erschossen. Ich tue mich mal kurz selber Wund heilen. Ich gebe einen Hotkey, bloß ich weiß gar nicht, was ich brauche. Verband. So ein Tee wäre gut, dass ich nicht mehr Pillen brauche. Aber Pillen sind halt leichter vom Gewicht. Medizin, Verband, Knöchel.
Wird 4 Stunden dauern auszuheilen, das mache ich jetzt einmal nicht. Schmerzen kann man aushalten. Da waren wir drin, genau. Und die Überzug sperrt. Jetzt bin ich gespannt, was wir da drin finden. Das ist wieder, dass du mit einer Sidequest die Tür triggerst, fand ich unerwartet. Mondlicht, wenn du im Freien unterwegs bist, dann stand da irgendwas, keine Ahnung. So, neuen Wardendeck Wohnwagen. Stoff nehmen wir mit, weil wir gerade einen Verband gebraucht haben. Einfaches Werkzeug. Das wiegt sogar 1 Kilo, das andere hat bloß 750 Gramm gehabt. Plastikwälder durchsuchen. Nehmen wir mal mit, weil wir vorhin einen gebraucht haben. Also gerade ist der Loot sogar echt mal sinnvoll. Weil ich halt ein wenig Zeug gebraucht habe. Kiste, Buch. Ja, vielleicht kann man da wirklich was draus lernen. Ich nehme sie mal. What have we here? Mal gucken, weil der 83%, wie gut der ist. Ich meine, ich brauche ihn dann nicht. Oh ja, den ich nehme jetzt einmal mit, weil ich weiß nie, was kommt. Buch lege ich gleich wieder ab, bloß vielleicht kann man was lernen. Reines Prinzip halt. Ich meine, die Bücher, die man lernen kann, sind speziell markiert. Ich weiß, aber ich gehe trotzdem noch nicht mehr sicher. Ich leere es auch gleich wieder aus. Hoffentlich. Dosenöffner, meine ist fast kaputt. Oh, der hat 89. Nice. Ich glaube, wir saffern schon wieder, weil wir so schwer sind. Waldflüsterer Vorräte. Wiegt nix, das ist gut, weil alles, was wichtig ist, wiegt nämlich nix. Weil wir schleppen ja seit Episode 1 das Zeug von unserer Freundin mit rum. Was ist denn das? Achso, ist er. Das alter Schlafsack, die braucht man nicht, die sind eh schon kaputt. Was ist das? Ein Kissen, das sind Wanderstiefel, brauchen wir auch nicht. Weil wir uns geile Rehschuhe machen, brauchen wir nicht. Was ist denn das? Fließfäustlinge, Wasserflasche. 17 Otz. Ich kann auch hier schlafen jetzt kurz, ne? Ja, und droppen kannst du gleich ein paar Bücher. Dann trinken wir irgendwas. Essen unser Stück Fleisch. Hoffentlich geht's diesmal weg. Jawohl. Ja, ach, wir haben 2 fast kaputte Gipfelbrausen. Ich tue das Fleisch einfach mal, das ist kaputt. Nach und nach essen, dass ein bisschen Gewicht runter geht. Von 0,96 auf 7,79. Das ist in Ordnung. 1 Kilo Platz haben wir. Ist Verband eigentlich schwerer? Der wiegt 0,10. Wie Stoff? Stoff wiegt auch 0,10. Macht keinen Unterschied. Wäre zu lustig gewesen, wenn. Gut, dann haben wir hier die Hütte auch. Aber warum kriege ich jetzt keine neue Sidequest? Jetzt warte mal kurz. Doch, habe ich. Aber jetzt muss ich wirklich erst zum Damm, bevor ich alles zurückbringen kann. Oh, vielleicht kommt da wirklich noch was. Ich belatsche kurz zum Damm. Hundi! Wir waren alle zwischen 3 und 5 Kilo, das Gefühl. Überlichten sich da oben freiwillig hin. Hä? Bin ich jetzt komplett getan, Alter? LOL! LOL! Das brauchen wir aber nicht. Ah, wenigstens haben wir die Leiche gefunden. Ich will bloß die Nebenquest machen. Oh, ich glaube, ich weiß sogar, wo das ist. Links vom Damm müsste es sein. Weil da bin ich schon mal. Man brennt jetzt da. Okay. Okay, da sitzt Methuselah. Ich hoffe jetzt nicht, wenn ich mit dem reden würde, dass es das letzte Event triggert. Deswegen rede ich noch nicht mit ihm. Gut, dass der da sitzt. Unser Campfire hat. Warum auch immer der da schon wieder sitzt. Nachdem er... Wir haben dann ja hier angetroffen. Wo waren das hier? Glaube ich. Erdrutsch. Oder noch ein Stück weiter. Weil es kann durchaus sein, dass es dann... Ich glaube, das ist es nämlich auch. Das... Weil jetzt die Aurora die erste kam... Nein, da kam der nach der Aurora. Also wir waren da schon drin und haben mit ihm geredet.
soll denn der Scheiß jetzt liegen, Alter, hä? Finde das Vorratsversteck am Ende der Schlucht. Moment, da sind wir nicht. Geh zum Damm und hol die Dokumente. Suche unter einer losen Kachel unten an der Treppe zum Verwaltungsbüro. Ich war wahrscheinlich komplett falsch. Warte mal, unten an der Treppe. Na! Lol. Diese ist es. Lol. Als ob. Warte mal, muss ich mal gleich mit dem Kontext, ey. Suche unter einer losen Kachel. Ja, die ist lose. Unten an der Treppe zum Verwaltungsbüro. Naja, hätte ich sagen können, ganz unterm Ground Floor oder so. Waldflüsterer Dokument. Endlich haben wir den Beweis, nachdem wir gesucht haben. All die Fotos von den Rodungsarbeiten, die wir in den sozialen Medien geteilt haben, wurden einfach ignoriert. Und wer kann ihnen da schon einen Vorwurf machen? Niemand glaubt mehr, was er sieht. Aber jetzt haben wir einige Dokumente aus einem Holzfällerlager gestohlen, die beweisen, dass Breuerhaus sich illegal hier aufhält. Sie haben keinerlei Genehmigungen und sie fällen alte, geschützte Bäume. Das B ist doch noch andere Schriftart, ne? Oder nicht? Genau das brauchen wir, um sie auszuschalten. Sogar die Anwälte und Bücklinge versuchen, diese Sache geheim zu halten. Und sie werden Erfolg damit haben. Mit diesem Dokument können wir neue Leute und Bargeld für unsere Kampagne auftreiben. Dann läuten wir endlich die nächste Runde ein. Breuerhaus ist, glaube ich, der Typ, der den Damm gebaut hat. Oder, nee, entweder der den Damm gebaut hat oder der, der fürs Roden zuständig ist. There you are. Ja. Weiß ich gerade gar nicht so genau. Und wir haben die Weiß, das ist illegal. Also natürlich, wenn ihr bei der Reitschaft interessiert, kann das trifft halt so auf die reale Welt. So, alles, was Profit bringt, wird einfach totgeschwiegen, als ob es nicht gäbe. Schaffe ich das, bis es dunkel ist? Das ist gerade mein Hauptproblem. Weißt du was, wenn du mich anfuckst, dann fuck ich dich gleich auch an. 43 Schutz, stimmt, wir haben ja gerade zwei gefunden, ne? Greift er überhaupt an jetzt? Moin! Ich erschreck das selber immer, ne? 6 Kills, da war sogar noch einer da hinten, Alter. Ich drück da, aber das ist so ein Hall, ne? Der geht durch die Kopfhörer durch, ne? Holy shit, ist das öfter mal brutal. So. Jetzt schauen wir mal, Cutscene. I've got your supplies and those documents you wanted here. Hey, that's great. Thank you. But I hope you understand if I ask you to just leave them outside the door. Hä? Vorräte ablegen und Vorräte ablegen, Munition nehmen? Nicht, dass der Typ uns halt erschießt irgendwann, ne? Weil der einen anderen Überlebenden sieht und drückt uns dann die Knarre rein. Ich meine, der sieht's ja nicht. Was ist, ist das jetzt eine Karma-Entscheidung oder nicht? Also ich bin ja für die Munition zu nehmen, weil da kommt er raus, sieht uns rumlaufen, er hat uns ja noch nie wirklich gesehen, meint er, wir sind einer, keine Ahnung was, von den bösen Jungs drückt uns eine rein. Deswegen nehme ich, glaube ich, lieber mal die Munition mit. Wir müssen es auf jeden Fall ablegen. Right. I'll, leave it all here for you, just like you asked. Thank you, stranger. You may not care, but you've made a huge difference to our cause. Neues Ziel, schau morgen bei der Seehütte vorbei. Ja gut, wir sind ja direkt nebendran, ne? Weil ich werde jetzt hier mal ein bisschen resten. Gucken, ob wir gute Aurora haben. Also ich habe die... Wie viel Munition habe ich jetzt dabei? 2 Schuss. Ja, wow. Ich mach mal kurz weg, dass ihr es auch seht. Im vollen Umfang. Ey, es ist halt einfach geil, ne? Also man kann über das Spiel sagen, was man will, ne? Aber das ist ja... Dass er mal auch das Ding komplett sieht, wie es ich sehe. Und jetzt müssen wir an einen Staudamm. Wenn wir jetzt an einen Staudamm gehen, können wir die Mainquest machen. Oh, oh. Jawohl. Thumbnail für die Folge steht. Oh, Wolf! Da seht ihr, wie er rennt. Oder er rennt zu mir, ne?
Habt ihr die Augen gesehen? Genau mittig am Bildschirm. Alter, wie der rumrennt. Da. Einfach im Auge behalten. Man sieht es an die Augen, wie sie blitzen. Und wir haben immer klares Wetter, wenn diese... Au, ist das hell da hinten? Oh, wait a second. Oh, wait a second, ist das da hinten hell. Holy Jesus. Alter Vater. Aber jetzt nicht weggehen. Links war er, hinterm Haus. Ja, jetzt muss man gucken, ob vor unserer Haustür was passiert ist, weil dem bin ich all nicht da. Ich traue mich nicht. Da war vorhin der Wolf gestanden. Ne! Oh, shit. Dieser Schal unter dem? Was ist denn das dafür Zeug? Blutgedrängte Waldflüsterdokumente. Offiziell aussehende Dokumente, die vor Blut riefen. Verschiedene Dokumente, einige mit einem deutlich erkennbaren Breuerhaus-Briefkopf. Von ihnen klebt so viel Blut, dass sie nicht mehr lesbar sind. Manche Informationen, welche Informationen sie auch enthalten, sie sind nun vollkommen wertlos. Mit einem Breuerhaus-Briefkopf. Ist das offen? Alter! Let's see if they left anything useful. Da muss ja jemand von der Breuerhaus Gang, sage ich mal, da gewesen sein. Der Typ muss rausgekommen sein. Heißt, der war neben uns, blöd gesagt. Der muss ja neben uns gewesen sein, weil wir im Haus nebendran gepennt. Hat er mit dem Pfeil an den Ei gedrückt. Und wir können jetzt auch wirklich Pfeile craften. Das wäre natürlich jetzt geil. Ich sehe jetzt noch nicht ganz so viel. Also es reicht doch das. Da spielt auf das Bild gerade ab. Da, Waldflüster-Notiz. Ich weiß zu schätzen, was du für mich getan hast. Dass du mir aber meine Munition gestohlen hast, bedeutet wahrscheinlich mein Todesurteil hier draußen. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Keine Ahnung, wie weit ich es angesichts der hungrigen Wölfe und wütenden Menschen schaffen werde. Ich hoffe, du kannst dich noch im Spiegel ansehen. Vergiss nicht, wie es in den Wald hineinruft. Au. 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 Das ist jetzt natürlich... Ich war in dem Haus schon mal drin, ne? Weil ich das alles schon durchsucht habe. Ich hab dem ja absichtlich die Munition geklaut, weil ich dachte, dass er dann denkt, dass wir einer vor die Gegner sind und uns dann einen reindrückt, weil er hat uns ja noch nie gesehen, vielleicht durchs Fenster, aber ich glaube, ne? Ob das Fenster so getriggert wird, keine Ahnung, also anscheinend ja nicht. Dass der jetzt drauf geht, weil er keine Munition hat. Macht's nicht besser. Das ist die Person. Fuck, fühle ich mich jetzt schlecht oder nicht? Weil ich hatte ja meinen guten Grund, die Munition rauszunehmen. Ich meine, es waren zwei Shots. Und er wurde von dem Pfeil... Warum liegen so viele Federn rum? Er wurde ja von dem Pfeil gekillt. Also sagen wir so, der Angreifer sitzt hinterm Baum und bis er seine Knarre auspackt, hätte er den Pfeil eh kassiert. Das ruckelt gerade wie Sau, ne?
müsste mal googeln, was passiert, wenn man die Munition nicht wegnimmt. Ich habe kurz geguckt, ob die Quest abgeschlossen ist. Ob wir dann einen anderen Brief kriegen. Boah, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll, ne? Soll ich mich jetzt schlecht fühlen oder nicht? Ich meine, wir sind in einer Umgebung, wo es im Endeffekt Survival of the Fittest ist. Oh, schaut euch das mal an, ey, wie die... Ich finde das einfach geil, die Bäume hier. Ich glaube trotzdem, dass mein Gedanke der richtige war, wenn man es jetzt wirklich mal realistisch betrachtet. Man könnte sie natürlich zusammentun, aber das Ding ist, wenn du es zusammentust, musst du indirekt für zwei Leute sorgen. Wenn du was findest, musst du es teilen. Es ist halt so im menschlichen Verstand, dass du dein Überlebenswillen durchsetzen willst. I hope you understand if I ask you to just leave them outside the door. So, jetzt machen wir das da. Right. I'll leave it all here for you, just like you asked. Thank you, stranger. You may not care, but you've made a huge difference to our cause. Der Kontext ist genau der gleiche. Ich dachte jetzt wirklich, dass der was anderes sagt, weil ja, keine Ahnung. Was steht eigentlich bei durstig? Da steht ja nicht durstig da, sondern gestillt. Oh ja, guck mal. Der Rucksack ist weg. Da liegt auf jeden Fall keine Leiche. Das ist schon mal sehr gut. Guck mal, was jetzt in dem Brief steht. Jetzt bin ich gespannt. Ja, mal gucken, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Wie gesagt, ich war ja schon mal drin in dem Haus. Ne, das ist die ich craften würde, glaube ich. Schauen wir mal. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Das war alles andere als selbstverständlich. Ich hinterlasse dir diesen Gegenstand, der einst meinen Freund gehörte. Hoffentlich werde ich dir weiterhelfen. Vielleicht kreuzt sich unsere Pfade eines Tages wieder. Ne. Das habe ich übrigens nicht gegoogelt gerade, ne, dass ich so ein Ding bekomme. What have we here? Ha! 100%ige Rehlederhose. Alter. Die wollte ich craften, ne? Die kostet 4 Därme und ich glaube 3 Haut. Jetzt check ich gleich, laufe jetzt eh zurück. Holy shit. Ja moin. What the fuck? Und ich habe extra noch 2 Rehe gekillt, dass ich die Haut zusammenkriege. Ne, gut, das weißt du ja vorher nicht, was du kriegst. Dass der jetzt eine 100%ige Hose mir da herstellt. Rehlederhose, die hat 2,260 mit 2 Kilo. Ne. Das ist, wir sparen uns gerade den ganzen Scheiß. 3-mal Rehhaut, 4-mal Darm und wenn wir nichts hätten zum Craften, lol, es geht ja bloß damit, 25 oder 12,5 Stunden. Und gibt uns plus 5% im Joggen, ne? Jetzt warte mal kurz. Machen wir für außen oder innen? Für außen am gescheitsten, ne? Pass mal auf. Ja, warte mal. Nein, die gibt uns minus 5. Ach, scheiße, aufs Joggen. 21, 9, 28, 82. 22, oh Gott. 4% natürlich verloren. Ach stimmt, ich kann ja auch 2 Hosen machen, ne? Bloß dann verliere ich mal 10%, ne? Ich kann eben gar nicht mehr sprinten. Ich muss ja darauf auch ein wenig achten. Geht zwar das Jagdmesser ein wenig drauf, aber ich habe ja 2 Bettsteine. Das ist in Ordnung. So. 1, 2, 3, 4. Oder mache ich mein Beil kaputt. Dauert zwar länger. Naja, das Beil will ich aber noch mitnehmen. Muss immer wegen da unten drauf achten oder auch wegen da oben. Das mache ich nicht alles auf einmal. So, jetzt machen wir die letzte Stunde. Hey, Moment, da mal was. Herstellen. Ja,
Hergestellt Wolfspelzmantel. Der, pass auf, wichtig jetzt ist es das Sprinten. 2319. 2929. Ja, alles klar. So, den da. Der macht uns langsamer. Und zwar massiv. 65%. Aber unsere Scheiße warm. Wir haben plus 33 Grad. Jetzt hat Werkbankstiefel. Die haben wir safe noch nicht. Ich habe eine 12,5 Stunden mit Nähzeug. Ja, komm, wir haben genug Nähzeug. 2 Minuten. 2 Minuten. Oh Gott, ey, hoffentlich wird das noch fertig. Weil das kann man wenigstens trinken, aber die Chance auf Infektion ist halt deutlich erhöht. Oh, was, das ist fertig, ne? Boah, das wurde gleich, das wurde, ey, geil, das wurde wenigstens gleichzeitig fertig. Hier oben ist es so brutal hell hier einfach, ne? Da, die machen wir jetzt komplett fertig. Ich hoffe, dass es mit 20%, glaube, die müssen gleich auf 0 sein. Dann kann ich noch irgendwas verbessern, aber haben wir wenigstens jetzt neue Stiefel. Hergestellt, Reliestiefel. Jetzt, wenn ich mich alles anziehe. Weil ich kann ja jetzt die 5 herstellen. Ich müsste jetzt 5 Sachen anziehen, die mit Viechern zu tun haben. Gut aus, ich muss noch Bär anziehen, dann wäre es ein Problem. Weil ich glaube, Bär kann man auch noch häuten. Moment mal, es gibt irgendwo ein Bärgebiet. In einer der 3 Maps. Im Bahngleis müsste es ein Bärgebiet geben. Das haben wir an. Ach, die Mütze. Wir haben die Mütze noch nicht hergestellt. Ich meine, die dauert nicht lang. Da habe ich 3x Kaninchenpelz. Darm habe ich. Habe ich 3x Kaninchenpelz. Wenn, dann oben in der Küste. Wir haben die Mütze noch nicht. Die habe ich auch absichtlich noch nicht hergestellt, weil ich die nicht gebraucht habe, dachte ich. Rehhaut. Wie viel waren das jetzt? Ich hoffe einfach mal 2, weil mehr habe ich nicht. Aber eigentlich zum Trocknen da unten am Boden. Wenn ich es finde. Ja, da. Mütze. Machen wir sie auf X. Schaut, wie geht's denn uns? Durch könnte ein Problem werden, deswegen wird auch der Rucksack wieder ein bisschen leichter. Das ziehen wir uns jetzt auch erstmal gleich rein. Wir haben wir haben im Endeffekt in den letzten 2 Nächten 10 Kilo Reh uns gezogen. 10 Kilo Reh. Einfach so aus der Hüfte weg. So, das machen wir einfach jetzt mal komplett. Weil dann wird es Tag, wobei wir müssen auch ein wenig pennen, ne? Kaputt Nähzeug. Ach so, mach mal weiter. Geht auch. So, und jetzt haben wir eine Mütze. Die ist sogar besser, Alter, wie das, was ich gerade habe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, gibt es gerade kein Achievement, aber auch egal. Ach, das war Schlafe mit Wolfspelzmantel, Rehlederstiefel und Kaninchenpelzfäustlingen im Bärenfell-Schlafsack. Okay, ich weiß, was wir noch in der Episode machen. 80%, 100% Zustand. Hat man sowieso meistens, ist ziemlich geil. Mittlerweile Spielzeit 35 Stunden in dem Spiel. Kann man machen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Warte mal kurz, ich mach kurz ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Long Dark. Bis dahin. Haut rein.